Minus 7.162 Dollar, das ist unser Handelsergebnis im Rohstoff- und Future-Handel in Kalenderwoche 45. Hallo und herzlich willkommen bei Insider Week. In diesem Video schauen wir uns die Handelsergebnisse an und schauen uns auch, mit welchen Trades dieses Handelsergebnis zustande gekommen ist. Bevor wir das aber tun, kleine Annonce. Ich wurde als Referent eingeladen zu der WOT-Messe 2020, die findet dieses Jahr online statt. Sowohl ich als auch Matthias werden dabei sein. Schaut euch das gerne an. Mein Termin findet am 13. November von 10.30 Uhr bis 12 Uhr werde ich referieren über das Trading, über das nebenberufliche Trading und wie ich es geschafft habe, nebenberuflich aus einem kleinen Konto ein großes Konto zu machen. Das ist mit einem passenden Trading-Ansatz möglich. Das habe ich vorgelebt und darüber werde ich auch in diesem Vortrag referieren. So, die Webseite von WOT heißt wot-messe.de. Hier findet ihr alle wichtigen Infos, sowohl das Programm als auch die Referenten. Schaut euch das gerne an. So, nun kommen wir zu den Trades, die wir diese Woche gemacht haben. Wir sind in die Woche gestartet mit einem leeren Portfolio. Wir hatten keine einzige Position offen. Risikokapital war frei. Wir haben uns aber auch im Laufe der Woche eher defensiv verhalten, weil die Woche war geprägt durch US-Wahlen. Wir hatten Signale in Währungen, in Metallen, in Indizes. Alle die Märkte, die durch politische Börse beeinflusst werden konnten. Wir wollten nicht in die starke Volatilität reinlaufen und haben uns dann eher zurückgehalten. Aber einen einzigen Trade haben wir dennoch gemacht, und zwar in Weizen, weil Weizen ist wenig beeinflusst von der politischen Börse in USA. Wir sehen auf dem Wochenchart, wir haben ein Verkaufssignal bekommen. Unser Kauf- und Verkaufssignale suchen wir auf dem Wochenchart. Dazu werden wir Daten wie COT-Daten, Wochentrend, saisonelle Trend und weitere Daten aus und leiten so unser Kauf- und Verkaufssignale ab. Wir haben hier ein Verkaufssignal bekommen gegen den Wochentrend, sind dann auf dem Tageschart gegangen, um dort das richtige Timing zu finden. Wie man sieht, sind wir erstmal mit einer Short-Position in den Markt reingegangen, dann haben wir unsere Position aufgestockt und wurden leider am Donnerstag ausgestoppt mit einem Minus in Höhe von 7.162 Dollar. Haben wir bei diesem Trade Fehler gemacht? Nun, wir haben diesen Trade regelkonform umgesetzt. Wir haben gesehen, dass die Grains in den letzten Wochen sehr stark waren. Das haben wir aber angepasst auf der Risikoseite und sind dementsprechend nicht mit einer vollen Position in den Markt reingekommen und haben diesen Trade aus der Sicht des Risk- und Money Managements regelkonform umgesetzt. Nun, es ist ein Verlust entstanden, das gehört im Trading dazu. Keine Fehler wurden gemacht, wir nehmen diesen Verlust an und machen weiter. Weizen war der einzige Trade in dieser Trading-Woche. Wie ich bereits vorhin aufgezeigt habe, haben wir uns zurückgehalten wegen der Wahlen in USA. Schauen wir uns wie immer zum Schluss CB-Index an. Bei CB-Index haben wir in letzter Woche gesehen, dass CB-Index von dem Widerstand bei 421 Punkten abgeprallt ist. Diese Woche gab es wieder Stärke. Es hat sich aber eine Innenbar ausgebildet. Erstmal noch keine aussagekräftige Bar. Nächsten Wochen werden entscheidend sein. Wir sind auf jeden Fall darauf vorbereitet. Auf der Long-Seite haben wir nicht viele Signale. Die meisten Signale haben wir auf der Short-Seite. Deswegen gehen wir davon aus, dass wir hier tiefere Preise sehen werden bei den Rohstoffen. Sollte das der Fall sein, sind wir vorbereitet. Werden die Märkte weiterhin steigen, dann werden wir uns an der Seitenlinie befinden werden und auf passende Gelegenheiten in Übereinstimmung mit unserer Strategie warten. So, die Woche schließen wir mit einem leeren Portfolio, starten in die nächste Woche mit einem vollen Risikokapital. So, zum Schluss noch das Ergebnis des kurzfristigen Tradings. Ich habe das letzte Woche in Handelsergebnissen angekündigt. Inzwischen konnte ich viele Aufgaben delegieren und habe mehr Zeit für das, was mich am meisten begeistert, und zwar das Trading. Ich kann mich jetzt mehr auf das Trading fokussieren und kann ein neues Projekt starten. Das habe ich auch
angekündigt und diese Woche auch umgesetzt. Ich habe insgesamt einen Trade geschlossen mit Gewinn von $280 nach Abzug von Gebühren. Sind $270 Gewinn entstanden, gestartet wie angekündigt mit $50.000, aktuell auf dem Konto $50.270 plus. Und ich habe zwei Positionen offen, und zwar im Baumwolle und im Weizen, beide Positionen mit einem Kontrakt Short und aktuell beide Positionen im Plus. So, das war's von mir für diese Woche. Nicht vergessen, nächste Woche WOT-Messe. Ich werde sogar zwei Vorträge halten. Eine ist von Weha Self-Invest. Da habe ich noch keine richtige Zeit. Also ich kenne noch die Zeit nicht, wann ich ganz genau referieren werde. Das werde ich auf unserer Webseite mitteilen, sobald ich die Informationen habe. Ich werde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten bis zur nächsten Woche. Nächste Woche, wie immer, Handelsergebnisse.